I've never felt this far from God. Eine alte Kirche im Süden Londons. Hier wollen Hertz über ihr neues Album sprechen. Es sind Orte wie dieser, die die Band anziehen. Der Ort spiegelt unsere Musik wider. Es ist elegant und gleichzeitig kaputt. Man spürt die Geschichte. Das Gebäude sieht traurig und gleichzeitig wunderschön aus. Ihr neues Album Faith, also Glaube, passt in diese Zeit. Die Lieder sind während einer persönlichen Krise von Sänger Theo Hutchcraft entstanden. Bevor die ganze Welt auf Abstand ging, kapselte er sich von seiner Außenwelt ab. Den Text habe ich in einer Zeit geschrieben, als ich mich isoliert gefühlt habe, Probleme hatte. Für eine lange Zeit blieb das eine sehr persönliche Geschichte. Als dann die Pandemie losging, war der perfekte Zeitpunkt gekommen, das Lied zu veröffentlichen, weil viele Menschen genauso fühlen. Hertz sind seit mehr als 10 Jahren im Geschäft. Nach Deutschland kamen sie früh. Mit Wonderful Life gelang ihnen der internationale Durchbruch. Konzerte in ausverkauften Hallen sind derzeit kaum vorstellbar. Bilder wie diese wirken wie aus einer anderen Zeit. Wir sind in einer relativ luxuriösen Situation. Aber wir kennen viele Musiker, denen es nicht so gut geht. Sie verdienen kein Geld. Für sie geht es ums Überleben. Das zu sehen, ist hart. Für sie soll es bald wieder losgehen. Eine große Tour steht an. Die meisten Konzerte werden sie in Deutschland und in Russland spielen. Wir haben eine lange Beziehung zu Deutschland. 2009 hatten wir dort unser erstes Konzert. Wir haben seitdem viel Zeit miteinander verbracht. Das mit Russland ist einfach abnormal. Es ist fantastisch, dass wir da spielen, wo britische Bands normalerweise nicht hinkommen. Vor der Tour kommt nun erstmal ihr 5. Studioalbum. Faith erscheint am 4. September. Und das war schon